Hallo meine kleinen Steinskorpione und willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dunkel Erkundung 7 Dunkelheit. Wir sind immer noch hier im Hornberg und müssen uns hier zurechtkämpfen. Ich gehe absichtlich nicht zu dem Laden, weil... Okay, dass da nicht funktioniert hat, auch seltsam. Aber weil wir sonst vielleicht aus Versehen was klauen, wir haben 198, damit können wir eigentlich nichts kaufen. Oh, nicht Palimpalim, was erzähl ich da für einen Bockmist? Oh je, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Schmetterling heißt. Das ist das Waumpel. Besuch der Ganove ausfindig gemacht. Zwei Dinge nehmen wir mal. Hat hier Item. Okay. Dann nehmen wir mal. Werfen. Okay, damit auch alle rankommen. Was? Einstein wurde besiegt, Kapitel. Okay, Einstein wurde besiegt, das ist schlimm. Und warum wird der wiederbelebt? Das ist doch Schwachsinn. Okay, jetzt müssen wir erstmal Rauchwolke für den Puffer-Status. So. Und dann können wir den da vernichten. So. Und dann können wir das hier eigentlich auch nochmal machen. Das ist ja auch ein Käfer-Pokémon. Perfekt. Warum hast du das denn schon vorher gemacht? Oh mein Gott, Wirbel, du bist echt schlimm. So, Ganove wurde besiegt. Mission erfüllt. Nein. Ja. Aber was ist mit... Wieso konnte ich Kleinstein nicht retten? Ich hatte doch auf jeden Fall noch auf jeden Fall noch Gegenstände. Essen mir. So, ich hätte vielleicht den Puffer-Status. Nächstes Mal muss ich den Puffer-Status zuerst einsetzen. Okay, hier ist auf jeden Fall auch nichts. Es ist schade, dass Kleinstein nicht da ist. So, können wir gleich weitergehen. Ich glaube, 10 müsste nochmal irgendwas sein. Puh. Gut, auf jeden Fall war Aerodactyl böse. Was mache ich denn? Ich will Attacken. So. Belebersam. Belebersam ist gut. Dann haben wir zumindest den einen, den wir jetzt schon verbraucht haben. Für das falsche Pokémon. So. Und Wirbel. Ja, Wirbel steckt. Oh, Aquaknarre. Das kommt gerade recht, ich habe einen Level. Okay. Wieder ein Eisendorn aufgesammelt. Ne, hier ist nichts. Nichts zu finden, was Sinn macht. So. Auch nichts.
Ah, sehr seltsam. Oh, wieder ein Aerodactyl. Okay. Hat der irgendeine Fähigkeit, womit ich irgendwas verringere? Wenn Statuswert verringert wird? Moment, jetzt gucken wir erstmal nochmal die Quests an. Missionsziele. Achso, in 11 sind. Ist das nächste. Und ich brauche eine Sinelbeere. Habe ich noch eine? So. Sinelbeere. Ah, habe ich genug. Was mache ich eigentlich mit Aquawelle? Kann ich das nicht unserem. Ja. Dann nehmen wir mal Geduld weg, damit ist eh. Das ist eh immer so schwer zu wissen, ob der Gegner einen angreift oder nicht. Und wenn ich die Rauchwolke mache, dann ist sowieso alles klar. Attacke, Rauchwolke. So. Glut sollte auf jeden Fall ziemlich viel fassen. Und wenn wir dabei sind, ihr werdet doch sicher. Das ist doch nicht möglich. Gebt mir Einstein zurück. Okay, es scheint nicht mehr im Pufferstatus zu sein, das ist auch ein Grund. Ihr scheint doch sicher, einige von euch scheinen doch sicher Pokémon Go zu spielen. Hören wir mal, wenn wir schon hier bei Pokémon sind, können wir ja das mal erwähnen, weil da gibt es zum Beispiel auch Kokowai, wenn ich es richtig weiß. So, Folterknecht. Ja, zur Peise. Nein, ich möchte den Dungeon nicht verlassen. Ja, ich möchte das Abenteuer fortsetzen. Wir haben nämlich noch eine Aufgabe hier. Aber die Frage wäre, wie seht ihr das? Ja, also wie gut seid ihr vielleicht in Pokémon Go? Seid ihr so viel, dass ihr Kilometer gelaufen seid und jetzt ja eigentlich schon harte Jungs sein müsstet? Oh je. Ah, ich kann nicht angreifen, weil ich paralysiert bin. Auch gut. Auf mit Hypnose, greif an. Dann geht diese. Ah, endlich. Da fällt mir ein, kann ich diese Bänder. Kann ich die irgendwie anlegen, nicht noch? Hab ich die wieder mal vergessen? Das geht nicht. Hydropi. Und das geben wir uns. So, ja, du willst dich wieder mit mir anlegen, Omot. Papinella. Jetzt hab ich's. Mein Gott, es hat so ewig gedauert, bis ich den Namen hab. Oh, langsam macht das sogar Schaden. Okay, nicht schlecht, Herr Specht, sagt man doch. Und jetzt brauche ich langsam mal ein Top-Elixier. Na, Geld. Geld regiert die Welt, wie man so schön sagt. Und selbst die Welt von Pokémon regiert Geld. Naja. So. Tada. Gut, dass wir langsam ziemlich stark werden. Also.
wollte eigentlich nach links laufen, schon ein bisschen früher, aber scheinbar wollte es uns nicht lassen. Flee Orb. Haben wir jetzt noch Items, das wir werfen? Oh ja. Ja, irgendwas scheint da in Richtung Rauhaut oder so zu sein. Rauhaut nicht, wir verletzen uns ja nicht. Aber irgendwas in Richtung... Du willst mich verarschen. Ich gehe im Kreis oder begegnen wir gleich einen Omot. Wie hieß die? So. Das war doch irgendwas dass die Statuswerte nicht verändert werden können oder sowas. So. Moment, war das jetzt nicht in 12? Ne, in 14. Da ist noch ein Apfel. Ah. Können wir gar nicht mehr nehmen. So, essen den. Oh, der Magen ist nur einigermaßen gefüllt. Das ist natürlich... Das ist natürlich nicht okay. So. Gut, dann machen wir mal, dass wir... In Ebene 14 machen wir auf jeden Fall. Hydropi endlich auch mal wieder. Meine neue Teil muss eine alte vergessen werden. Hydropi erlernt Gesichte. Was kann Gesichte? Setzt erhöhten Fluchtwert des Gegners auf ein Normalniveau zurück. Geist-Pokémon werden in der Entlauf-Status versetzt. Okay. Nee, das lassen wir jetzt erstmal. Wir haben eh kaum Normalattacken. Ausgezeichnet, mein Level ist gestiegen. So, 333. Ich glaube, wir sind auch angestiegen. Oder? Ach nee, wir sind jetzt auf ihm drauf, deswegen sehen wir 76 oder das in grün. Flieger brauche ich nicht. Nee, aber wir können ja die Orbs mal nutzen. Tanzer kriegt eine Pirsichbeere. So, mal sehen, was ist, wenn ich Köder-Orb werf. Fängt Köder-Orb. Ja, super. So. Okay, das war heftig. So. Okay. Okay, auf jeden Fall wissen wir, dass wenn man jemanden verwandelt, dass da dann auch das Item weg ist. Und Wirbel, dich nehme ich nie wieder mit. Du hast die Zielebene erreicht, so. Schnitz verlässt den Dungeon. Möchtest du? Nein, weil da unten ist Geld und da ist auch gleich die Treppe. Von daher sehe ich keine Gefahr. Ja, und das macht er sowieso allein. Dazu ist Wirbel noch gut. Alles, was du mehr oder weniger eine, wo er eine Stärke gegen hat, das ist okay. Hornberg. Und wir haben Item-Spiralband. Danke, dass ihr mir mein Item-Kreuzschere zurückgebracht habt.
Die kühnen Unternehmen von sind mir eine Inspiration. Bitte lass mich. Oh, das ist ja lustig, ja. Gern doch. Wie können wir Nidoran weiblich nennen? Oder Nidorina? Ja, Nidorina sogar schon. Ja, die Entwicklungsstufe. Ja, ich glaube, ich habe dafür einen Namen, der passt und der ist angelegt auf den. Auf die Entwicklung. Princess. Oder schreibt man das so? So, mal gucken. Prinzessin. Ich möchte jetzt nicht. Prinze. Achso, ja, mit Doppel-S. Okay, Princess ist okay. Weil das ist ja eigentlich faktisch sogar richtig. Ihr habt Omut gefangen. Nehmt dieses Item als Belohnung. Flora-Gummi. Und 50 Erkundungspunkte. Da haben wir wieder 100 Erkundungspunkte gemacht. Hier Folterknecht. Ein Orange-Gummi. Und ein Belebersamen. Gar nicht mal schlecht. Ja, hier Sinebeere. Top-Elixier. Oh, ich dachte, Knilz tritt uns noch bei. Alles herkommt, Zeit fürs Abendessen. Ah ja, das ist mal wieder so eine. Yay, lasst uns. Stopp, Pokémon! Bevor wir zu Abend essen. Es gibt da noch etwas, das ich euch mitteilen will. Hey, hey. Wahrscheinlich will er sagen, dass Zwirrfinst jetzt hier auch mal wohnen wird. Komm schon, raus damit. Lass uns endlich essen. Ruhe bitte. Wie wir gerade erfahren haben, es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Was? Noch ein Zahnrad der Zeit? Es wurde noch eins gestohlen? Ist es vielleicht das vom Nebelsee? Nein, ist es nicht. Das gestohlene Zahnrad der Zeit ist nicht das vom Nebelsee. Anscheinend war es ein anderes. Aber das ist bereits das zweite Zahnrad der Zeit, das gestohlen wurde. Es wäre ausgesprochen schlimm, wenn ein drittes gestohlen werden würde. Seid versichert, dass ich euch allen voll und ganz vertraue. Aber ich muss eines klarstellen. Ihr dürft niemals irgendwem erzählen, was ihr auf unserer Expedition gesehen habt. Verstanden? Natürlich. Ich habe keine große Klappe. Ich würde das Versprechen an Zephyr nie vergessen. Okay, okay. Seid alle still. Es tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Ohne weitere Umschweife. Auf die Plätze. Fertig. Jam. Schlingstopf, 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 Sabber, Schlingstopf. Schlingstopf, Sabber. Vor dem ersten sagte Plaudergeil, dass noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen wurde. Jetzt sind es schon zwei. Ich kann mir nicht vorstellen, wer sie stiehlt. Was sollte irgendwer überhaupt mit Zahnrädern der Zeit anstellen wollen? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber als ich am Nebelsee zum ersten Mal ein Zahnrad der Zeit sah, als ich das Zahnrad der Zeit sah, warum hat mein Herz so wild gepocht? Ich denke mir wahrscheinlich zu viel dabei. Mein Puls fing an zu rasen, als ich das Zahnrad der Zeit sah. Und dass die Zahnräder der Zeit gestohlen werden? Es gibt keinen Zusammenhang. Weißt du, wenn ich so darüber nachdenke, einer wie? Es kommt mir so vor, als wäre die Expedition zum Nebelsee schon sehr lange her.
war dieser Ausblick nicht fantastisch? Es war wie in einem Traum. Wie es Selfie wohl geht. Ob es ihm wohl gut geht? Ich wusste es. Ich wusste, ich hätte ihnen nicht vertrauen sollen. Kurz nachdem sie gingen, da kam ein anderes Pokémon. Aber dieses Pokémon erstahl das Zahnrad der Zeit. Ich hätte es tun sollen. Ich hätte ihr Gedächtnis löschen sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht genau, wovon du redest, aber du irrst dich. Niemand hat mich hergeführt. Niemand hat mir von diesem Ort erzählt. Dass es hier ein Zahnrad der Zeit gibt, weiß ich schon lange. Ich will keinen Streit mit dir, aber ich werde es mitnehmen. Das dritte Zahnrad der Zeit. Dum dum dum. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür ist es morgen. Guten Morgen, Heinobi. Und da sind wir mal wieder am Anfang eines Tages und werden uns ausruhen. Ein drittes Zahnrad der Zeit ist gestohlen worden. Nicht so toll, aber wir werden uns darum kümmern. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und uns bei dieser Jagd unterstützt. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.